Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück im gruseligsten Planschbecken der Welt. Und zwar in Amnesia, The Dark Descent. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch hier. Ihr hört es im Hintergrund wieder wunderschön planschen. Letztes Mal habe ich es ja leider verdummt, hier durchzukommen. Deswegen hole ich das direkt mal schnell nach. Ist aber klar, dass ich das so nicht schaffe. Immer schön mit Sprinten kombinieren. Du kriegst mich nicht nochmal. Einmal muss reichen. Wo läufst du überhaupt hin? Sag mir übrigens auch mal, ich bin mir nämlich sicher, ich kann es nicht so wirklich beurteilen derzeit, ob das nachträglich Hölle machen soll oder ob das so passt. Weil ich glaube, ihr seht das auf YouTube, wenn ich mir das mal so anschaue. Ich finde, es wirkt in etwa genauso dunkel wie bei mir hier. Aber ja, wenn ihr es lieber Hölle hättet, sagt es einfach in den Kommentaren. Diesmal höre ich wieder den Mechanismus. Jetzt kann ich gefressen werden. Ah! Genau. Ja. Bringt er mich hier zurück wie bei einem Fox-Auto, also Autoscooter oder wie auch immer man das heutzutage so nennt. Wie so ein Flummi. Nein, ich will da noch durch. Dankeschön. Das ist schon wieder so eine. Ach komm, Leute, ernsthaft. Boah. Na, jetzt ging es eigentlich doch ganz fix, muss ich übrigens sagen. Hui. Wisser. Öl. Öl. Das kann ich brauchen. Ob ich das wieder mit bewerfen kann? Ich kann das wieder mit bewerfen. Okay, wer hat damit gerechnet? Aber es bringt nichts. Bin ich jetzt toll. Das hätte ich aber vielleicht nicht tun sollen. Ich vermute nämlich fast, ich muss das... Ich schwing da weg, Da hinten geht's weiter. Hier, bist ein Händchen. Das wäre wirklich ein Händchen. Es ist genauso faszinierend, wie es bestörend ist. Na, willst du noch ein lecker Happer? Yummy. Oh, lecker. Lecker Fleisch. Achso, muss warten, bis es frisst. Okay. Sehr. Ja, ich muss wahrscheinlich das Rad da drehen. Was natürlich super ist in so einem Spiel, ne? Hier hast du noch was. Auf Tisch. Dreh. Dreh schneller. Es frisst noch. Komm ich durch. Wo muss ich hin? Da. Kann ich hier runter drehen? Nö, kann ich nicht. Geht's mal wieder runter? Nö, geht's nicht. Okay, ich gebe dir eigentlich einfach. Aua. Aua. Totes Fleisch kann ablenkend wirken. Ich hätte die Tür früher zumachen sollen, glaube ich, gerade. Nur so eine ganz wilde Vermutung. Ah, gut, ich bin hinter der Tür. Ich finde es ja richtig ekelhaft, dass das Zeug überhaupt hier liegt, geschweige denn, dass ich es werfen muss. Aber okay. Was machen wir nicht alles, um selbst zu überleben? Nein? Komm, frisst den Torso. Schmanscht. Mann. Ich. Oh! War das gerade da? Habe ich es richtig gesehen? Nee, wir sind noch dort. Ich dachte schon. Hier, Papa hat Papa für dich. Yummy. Lecker Torso, lecker tote Torso. Papa war voreilig.
Hä? Ja, bisher waren ja keine so wirklich schwierigen Szenen dabei. Deswegen wird es eigentlich nur Zeit, dass sowas kommt. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ich wundere mich eh, dass ich hier das gut drehen kann. Hab ich nicht erwartet, dass ich das so gut hinbekomme. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das so gut hinbekomme, wollte ich sagen. Scheiße. Verdummt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hoffe, es schauen keine Minderjährigen zu. Ich hätte nur die Tür zumachen sollen. Müssen. Können. Ach, egal. Was zur Hölle ist das denn bitte? Hohle Nadel? Also ich kenne hohlen Zahn, aber hohle Nadel? Eine starke chirurgische Nadel. Okay, für was zur Hölle könnte ich sowas brauchen, bitte? Ich habe hier nicht vor, Emergency Room zu spielen. Oder Dr. House oder was auch immer es so an Folgen gibt, an Serien gibt, die sowas darstellen. Aber okay. So, ich gehe. Tschüss. Sag mir jetzt nicht, ich habe einen Schlüssel übersehen. Moment. Idee hab. Also Daniel, du bist schon so ein kleines Multitalent, ne? Chemiker, Schlossknacker. Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe! Schrie er und der Ozean verschlang ihn erneut. Nein. Wasser. Angst hab vor Wasser. Seit letzter Folge vor Wasser sehr viel Angst hab. Wisst ihr was? Nie? Hallo? Wo, wo, wo? Ich war einfach davon aus hinter mir. Sag nicht, das kann die Türen einschlagen. Ach du Scheiße, ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Lauf schneller, Daniel, lauf schneller! Wo muss ich hin? Ach du Scheiße! Ich hab's schon mal gesagt in diesem Let's Play und ich sag's wieder. Leute, macht sowas nicht mit mir. Hintere Halle. Er fühlte, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SS Hortensia glänzte im sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Ja, genau, ich gehe jetzt zurück. So schaue ich aus. Also viel einladender finde ich es jetzt hier auch nicht, aber... Immer noch besser als das da. Oh. Die Musik ist schön. Lauschen wir doch für eine Weile. Ich dachte anfangs, hier liegt wirklich jemand. Das sieht irgendwie aus, als... Oh, Patsch, Patsch, Patsch. Aber es sind nur Beine. Ich meine, es ist nicht mein Kunstgeschmack, aber... Wem es gefällt, ne? Wem es gefällt. Ew! Ich korrigiere mich, wem kann sowas denn bitte gefallen? Wie ekelhaft ist das denn? Also langsam verstehe ich... Das heißt langsam... Ich verstehe mittlerweile absolut, warum wir einen Alex töten sollen. Sieht einladend aus, aber... Irgendwie will ich da gerade nicht hin, wenn die schon so demonstrativ aufspringt.
Deswegen lasse ich das erst einmal. Und deswegen lasse ich das. Studierzimmer. Gästezimmer. Kann ich hier überall rein? Okay. So viele Entscheidungsmöglichkeiten. Okay, wo geht's da lang? In den Keller. Ich erinnere euch und mich an den Weinkeller. Ich gehe da als letztes rein. Vergesst das. So, Gästezimmer. Ich bin ja quasi ein Gast. Er versuchte, die Teile zusammenzusetzen. Doch genau wie die Sanddünen veränderten auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. Ist da was bewegt? My journal is gone. What would they want with my journal? Okay, anscheinend geht es in den Zwischensequenzen doch um die Algerienreise von Daniel. Ich weiß nicht, es klang alles so zusammenhanglos. Blech, schon wieder so eine einzelne ekelhafte Kakerlake. Und hier war anscheinend wirklich, Daniel residiert. Und hat nach seinem Journal gesucht, das ihm geklaut wurde, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ich traue dem Frieden hier nicht. Das sieht so einladend aus und das... Wenn ich das jetzt glaube, dass es hier so einladend ist, wird das garantiert mein Verhängnis. Ah, Hans-Dieter, da bist du ja wieder. So, mach auf. Ah, Laudanum. Seit dem Erlebnis mit dem Wassermonster immer wieder gerne. Hm? Was? Ja, lesen wir erstmal. 2. July. 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ja, ich kann nachvollziehen, warum er beunruhigt ist. Ah, Öl. Ich mag Öl. Oh nein. Hans-Dieter, was haben Sie mit deinem Bruder getan? Friede seine Asche, Muchacho. Schnüff, schnüff. Ah, Häschen. Wie süß, ein Häschen. Häschen. Sieht ein bisschen aus wie eine Urne. Ja, ich denke, da kann ich nichts rausholen. Gut, dann schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir Daniels Journal. Beziehungsweise findet Daniels Journal. Ihr wisst, was ich meine. Mensch, der gute Wein. Der war so teuer. Wie kann man nur so gemein zu Stühlen sein? Ich als Stuhlliebhaber kann das nicht verstehen. Okay, da ist nichts. Was haben wir hier? Hemden, okay. Was haben wir da? Eine juckende Nase. Moment. Meine Nase juckt. Das heißt, der Feind in der Nähe. Eine magische Nase. Oh, Zunderbüchse. Zunderbüchse. Da passiert doch irgendwas Schlimmes, wenn ich das in die Hand nehme. Da passiert immer irgendwas Schlimmes, wenn ich was Komisches in die Hand nehme. Lesen wir erstmal. 3. July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour?
I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay. Ich bin genauso verwirrt wie Daniel in diesem Tagebucheintrag. Ich verstehe es wirklich nicht. Was ist das? Das sind wahrscheinlich auch mal Klamotten. Warum brennen hier eigentlich Kerzen? Und wie lange brennen die da schon? Hm? Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Ich weiß nicht, allein schon wie er redet, der Alexander. Ich könnte dem nicht vertrauen. Das sah jetzt ein bisschen aus, als wenn da was dahinter wäre, ein Safe oder sowas. Ah, zu Lübeck. Ich könnte ihm nicht vertrauen. Das klingt alles so verräterisch und es würde mich gleich hinterrücks erstechen. Also ich könnte dem so nicht trauen, wenn ich mir das anhöre. Oh, passiert doch nichts Schlimmes. Das überrascht mich gerade sehr. Nur, ganz ehrlich, wozu brauche ich jetzt eine Brechstange? Werkzeug zum Ausüben großer Hebelkraft. Ich würde ehrlich gesagt das Ding lieber in die Hand nehmen. Gegenstand kann auf kein Objekt angewendet werden. Ich würde es gerne lieber in die Hand nehmen als Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Ja, war ja klar. Ich würde es lieber in die Hand nehmen und gegen Monster verwenden, ganz ehrlich. Moment. Mach mal die Tür zu. Sollte schnell ein Versteck finden. Ja, bin dabei. Du hast nichts, um dich zu verteidigen. Ja, wirklich? Also was du nicht sagst. Auf, oder? Ich komme hier nie wieder raus. Nie wieder. Nie, nie wieder. Ich setze mich jetzt hier rein, weine noch ein paar Stunden und dann sterbe ich. Ich will die Tür nicht wieder aufmachen. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Ich kann mich nicht mehr, aufstellen? Ah, doch, kann ich. Ich halte immer Steuerung gedrückt, anstatt einfach loszulassen. Ich muss gar nicht gedrückt halten. Es ist jetzt schon sehr lange sehr ruhig, aber es könnte doch einfach da draußen stehen und warten. Was auch immer das auch gewesen sein sollte oder immer noch ist. Ich muss doch wohl, oder? Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Hallo? Hallo? Me? Ich bleib geduckt, bin ganz leise. Ja, liebe Freunde, das hat schon einen guten Grund, warum ich so schweigsam bin. Wie sie einfach mal die komplette Tür weggedämmert hat. Weggehämmert, ach, was auch immer. Ach du Scheiße. Hallo?
Hallo, Hans-Dieter, ist da jemand? Wie? 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 Hallo? Hallo? War rein hypothetisch, wenn es die Tür einhauen musste, weil es sonst nicht durchgekommen wäre, obwohl die nicht zugesperrt war, nicht mehr. Wieso ist die dann noch heil? Weil du musst irgendwie hier reingekommen sein. Wow, dass ich gerade noch so logisch denken kann. Hallo? Nur der Wind. Nur der Wind. Alles nur der Wind. Das mit der Tür war auch nur der Wind. Okay, Schlüssel. Dann hört irgendwas vom Schlüssel gebrabbelt. Dann suchen wir den Schlüssel. Dieser kleine Herzinfarkt, weil mein Duft der Frische gerade hinter mir gespritzt hat. Okay, hier ist kein Schlüssel. Ich hätte gelacht, wenn jetzt hier das Monster drin gestanden wäre. Okay, ich hätte geweint und geschrien. Aber es wäre jetzt lustig gewesen, wenn es sich da versteckt hätte. Wahrscheinlich ist das Monster auch ein missverstandener Möchtegern Daniel. Und das hier lesen wir als nächste Folge. So, damit nichts mehr passiert. Das hier lesen wir als nächste Folge. Ich bin nämlich schon wieder über der Zeit, wie ich eigentlich immer über der Zeit bin. Ganz typisch für mich. Ja, ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. War, wie ich finde, die bisher aufregendste Folge und nervenaufreibendste Folge. Und die späteste. Es ist, glaube ich, 2 oder 3 Uhr morgens gerade hier bei mir. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich überlege mir gerade ganz stark, ob ich noch eine Folge aufnehme. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder was da lassen würdet. Kommentar, Like, E-Mail, Brieftaube, Rauchzeichen, was auch immer. Denkt euch was aus. Damit also bis zum nächsten Mal. Euer Chaotiker. Tschüss.